Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii Online hier bei Crush Wurfig 18. Heute mal wird es ganz ungewöhnlich. Anstelle eines Rennens mache ich einen dieser Wettkämpfe und wir fangen an mit Ballonbalgerei. Ja, diesmal spiele ich online gegen andere mit dem Ballonbalgerei. Es geht ja darum, ich habe einen bestimmten Ballonanzahl bei mir und ich bin gerade im roten Team am Start. Und es geht darum, ich muss die Gegner jetzt mit Ballons. Wie zum Beispiel das blaue Team hier, den hier. Bams. Zweiter Punkt für uns. Und das Team, das die meisten Punkte dann am Ende hat, das gewinnt. Und wenn erstmals einer alle Ballons verloren hat, der scheidet für eine Weile komplett aus oder scheidet sogar ganz aus. Weiß ich nicht mehr genau, wie das jetzt war. So, muss ich ja einen weiteren blauen finden. Bisher sind nur Rote am Start, also Rot ist nämlich mein Team und wir sind sogar zahlenmäßig dem blauen Team überlegen, weshalb wir wahrscheinlich auch so viele Punkte machen, weil wir sind leider nur 7 Spieler insgesamt in diesem Wettbewerb, aber sagen wir es mal so, ich genieße es jetzt erstmals und so kann ich euch auch mal den anderen Modi zeigen. Wow, das war knapp. Schön zu wissen, dass ich auch ein paar Punkte machen kann. Ich glaube sogar, dass ich die meisten Punkte mache. Oh oh, da kommt einer mit einem Maxi-Pilz auf mich zu. Aber das kann er vergessen. Der kriegt mich nicht. So. Was? Wo ist mein Roter hin? Den hatte ich jetzt noch bei mir dran. Ja, wahrscheinlich ist er weg. Mir wäre es lieber, ich wäre das blaue Team, aber das konnte ich mir nicht aussuchen. Das hat anscheinend... hat einzig und allein das Roulette entschieden. Was soll's? Da weiß ich wenigstens, wen ich als nächstes treffen sollte. Autsch, jetzt habe ich meinen Treffer kassiert. Ist auch mal eine Abwechslung. Ah, den Trick kann man auch als Kart ausführen. Den habt ihr ja gesehen. Oh Gott. Ich glaube ja, dass es Punkteabzug gibt und ich bin so ein Volldepp. Nein! Ja, geh bloß weg von mir. Geh bloß weg von mir. Geh weg. Geh weg. Ich habe nur noch einen Punkt, ey. Die nutzen das auch noch aus. Scheiße. Jetzt schaut es knapp aus. Wer wird gewinnen? Bisher sind wir im Punktevorsprung, aber ich werde gleich aus down gehen und dann gibt es Punkteabzug. Deswegen sollte ich jetzt gleich mal lieber mir Mühe geben und den nächsten, der jetzt auf mich zukommt, treffen. Mit diesem Yoshi hier, der hier so schön wartet. Warum hat der Panzer nicht anvisiert? Oh je. Also die letzten 35 Sekunden laufen. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit einem Pilz können wir noch einen Gegner oh, das war scheiße. Ja, toll. Das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt bin ich ausgeschieden. Und habe Punkteabzug erlitten. Man kann natürlich den Gegnern auch Balance wegnehmen mit einem Turbo-Pilz und sich dadurch Balance wieder auffrischen lassen. Mit einem gegnerischen Ballon. Sowas gibt's natürlich. Sowas geht natürlich auch. So, die letzten Sekunden laufen. Es sieht. Oh nein! Schlecht aus. Ich hab verkackt. Oh nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Verdammt. Ey, ja, toll. Um einen Punkt haben wir es verkackt. Blau gewinnt. Naja. Das war klar. Tja, und natürlich 40 Punkte, ist klar, wie Kloßbrühe. Natürlich, 64 Punkte, alles wird abgezogen, ey. Naja, okay, schauen wir mal den nächsten Wettkampf an. Ja, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit haben wir es trotzdem verkackt, aber jetzt sind wir mit dem blauen Team drin. Und außerdem sind wir jetzt 5 gegen 5, also dieses Mal ist es ausgeglichen. Hoffentlich aber läuft es dieses Mal auch besser. Ja, diesmal haben wir die Münzbalgerei. Also, wir können uns jetzt praktisch Münzen verdienen. Wir sammeln jetzt praktisch Münzen ein und... Au! Das hat er perfekt ausgenutzt. Direkt dann den Maxi-Pilz aktivieren, wenn ich gerade... Ja. Puff. Ja. Wenn ich gerade auf ihn zukomme. Oh nein, bleib bloß weg. Ich weiß nicht, ob man Münzen verliert, wenn man auch, Autsch, ja toll. Ist klar. Ich weiß nicht, ob man Münzen verliert, wenn man auch, von einem Gegner... Also, wenn man auch, was wollte ich jetzt sagen? Wenn man auch den Blooper, vom Blooper erwischt wird. Jedenfalls geht es da darum, wir sammeln jetzt alle Münzen ein. Und man kann den Gegner wieder Münzen abjagen, indem man ihn mit irgendeinem Item trifft. Aber ich schaff's leider Gottes nicht. Ich stelle mich wieder viel zu dämlich dafür an. Eieieiei. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mal ein paar Gegner erwische. Und immer wieder Münzen abziehe, weil selber Münzen sammeln geht bei mir anscheinend nicht. Ich habe bisher noch keine einzige Münze, aber wir sind dabei ganz gut in Punkte im Vorsprung, aber mehr ist da auch nicht.
Ich frage mich, ob ich irgendwo noch eine Münze sammeln kann. Au! Toll, schon wieder platt gewalzt. Das zweite Mal hintereinander. So, hier, kriegste. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich noch Münzen herkriegen kann. Jetzt habe ich noch keine einzige Münze, aber ich könnte es trotzdem schaffen, weil ich sorge wenigstens dafür, dass die Gegner Münzen verlieren. Wo ist denn überhaupt noch Münzen, ey? Alter Schwede. Ich kriege ja echt nichts zustande. Ich merke es selber gerade auch, aber wenigstens kann ich dafür sorgen, dass der Gegner Münzen verliert. Also, oh ja. Jetzt kann ich mal selber andere plattwalzen. Jawohl. Oh, und eine Münze. Endlich mal für mich auch. Schön. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. So. Ah, toll. Da ist meine Münze auch schon wieder dahin. Ja, sowas kann passieren. Bam. Moment mal. Hat er keine Münze verloren oder hat er einfach überhaupt keine? Nein, ist klar, ist klar, ist klar natürlich. Aber es bringt natürlich nichts, wenn mich die Gegner jetzt ownen, wenn ich keine Münze mehr habe. Ich muss halt jetzt endlich mal schauen, dass ich den Punktevorsprung ein bisschen erhöhe. What the fuck? Was ist hier passiert? Wir haben plötzlich so viele Münzen verloren. Wie denn das? Nein, das darf ich nicht mehr zulassen, ey. Ich muss ein paar... Wow. Schön. Die Münzen gehören alle mir. Ha, 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 ha. Das gehört alles... Ah, verdammt. Oh Gott, wie sieht's aus? 20 zu 20? 21? 23? 24? Wie viel haben wir? Nein! Oh, wir haben es gerade noch geschafft. Boah, am Ende wurde es doch spannend. Was? Ach, Moment. Ich bin ein Volldepp. Jetzt verwechsel ich tatsächlich Rot mit Blau. Oh Gott, nein. Ganz knapp schon wieder versagt, ey. Und 90 Punkte, seid ihr gestört? Jetzt kriege ich die meisten Punkte abgezogen. Oh je. Na gut, ich würde vorschlagen, das beende ich jetzt würde sagen, geht's dann im nächsten Online-Part weiter. Ich wollte euch nur mal auch die Herausforderungen zeigen, dass ihr auch seht, wie die aussehen und auch online gegen menschliche Spieler. Das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil ich glaube nicht, dass ich noch Rennen gegen meine Freunde machen kann. Ich versuche es jetzt noch einmal und ansonsten wird es halt weiterhin gegen NPCs weitergehen. Bis dahin! Bedanke ich mich jetzt nochmal für eure Aufmerksamkeit, für diesen kurzen, weiteren Online-Part. Zwei Online-Parts starten noch durch und dann, ja, am Ende, bevor die Online-Server geschlossen werden, versuche ich noch einmal dann gegen euch anzutreten. Weil, worüber ich mich jetzt aufregen kann, ist die Tatsache, es haben wirklich viele das Infovideo gesehen und auch natürlich Daumen hoch verteilt, aber das bringt mir nichts, wenn sich keiner meldet mit den Freundescodes. Wo blieben denn eure Kommentare? Das möchte ich euch jetzt wirklich fragen, weil ich frage mich, warum allen Ernstes überhaupt keine Kommentare da mehr kommen an der Stelle. Ihr habt die Videos gesehen, aber ihr habt nicht geschrieben. Was war denn da los? Geht das nicht? Google Plus? Probleme? Handy oder was? Was ist da los mit dem Internet? Ja, ich weiß, Google Plus ist scheiße, aber ihr müsst euch darauf anmelden oder zumindest so einstellen, dass ihr Kommentare auch schreiben könnt oder auf Kommentare antworten oder dass man auf eure Kommentare antworten kann oder was auch immer. Bla, bla, bla. Bitte. Das nächste Mal bitte schreibt mir eure Kommentare, wenn ihr schon die Videos seht, okay? Okay. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Let's Play Mario Kart Wii, beziehungsweise Online-Part. Also, auf Wiedersehen, tschüss, Leute!